Ey, das hier ist doch geil, oder? Vielen Dank. Heiterkeit und Lachen im Bundestag 2021. Da sehen wir uns. Vielen Dank, Oliver Kaczmarek. Sie brauchen sich gar nicht aufregen. Ich habe bei Ihnen auch 20 Sekunden zugegeben. Keine Verschwörungstheorien hier oben. So, was haben Sie gerade gesagt? Was haben Sie gerade gesagt? Ach, Sie haben mit sich selber geredet. Wie hast du meine Mutter gerade genannt? Von der Verschwörungspraktik. Gut, das glaube ich, dass Sie mit sich selber geredet haben. So. Nicht. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten außer Bier und Cannabis nachts oder abends. Was denn? Haben Sie das bemerkt? In der ersten Zeile sagt er von den Flüchtlingen und in der zweiten Zeile sagt er von den Zugewanderten. Das ist ganz was anderes. Und dann kommt er zu Ergebnissen, die niemals stimmen können. Das ist doch ganz klar. Wenn du die Jacke von unten verkehrt schon zuknöpfst, kommst du oben nicht richtig heraus. Ja. Das ist doch völlig unmöglich. Genau. Herr Kollege Karl, Sie erinnern sich, wenn Minus davor steht, dann ist die Redezeit schon zu Ende. Ja, ich kann. Oh oh. Also, letzter Satz. Ey, ich will so ein Bundestag-MMA-Turnier haben, wo so alle MMA tanzen. Letzter Satz. Fragen Sie nochmal, ob die eine Zugabe hören wollen, Herr Präsident. Also, Herr Kollege, letzter Satz. Ja, gut. Meine Damen und Herren, zum Schluss. Wieso sieht der einfach aus wie der FDP-Wähler schlechthin? Habe ich eigentlich noch 15 Sekunden, aber auch das sollte man am Abend selbst als Haushälter manchmal schenken. Herzlichen Dank. Oh, vielen Dank. Danke, Otto Fricke. Bruder, die denken Comedy Club, die lachen sich da tot, genießen Hayat. Bro, einfach Stand-Up-Comedy. Es waren 11. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Es war deutlich drüber. So, Dankeschön, Herr Rosemann. Nächste Rednerin für die. Achso, Entschuldigung. Das noch sauber machen. Ja, das ist deutlich. Ich ziehe nichts ab, weil ich gut aufgelegt bin. So. Das ist auch um Gottes Willen, nein, das ist das rückwirkend. Rückwirkend gilt es nur. So funny, Mann. Lieber Herr Präsident, meine Uhr läuft nicht, aber ich gehe fest davon aus, dass ich dann so lange reden darf, bis irgendwann die Uhr läuft. Das kann ich mir nicht vorstellen, ich sag dann Bescheid, ja? Ja, kein Problem, Sie geben dann sicherlich ein Signal, ich habe noch ein bisschen was im Koffer. Vielen Dank, Dr. Christian Jung. Auch eine Punktlandung. War genau auf die Sekunde. Genau auf die Sekunde. Jetzt haben wir schon zwei Vorbilder heute. Sehr gut. Tja, das hat mit mir zu tun, Herr Brandt. Nee, das glaube ich, dass Sie das nicht kennen. So. Nächster Redner. Entschuldigung. Dankeschön. Und ich bin froh, dass die Wehrbeauftragte hier so klar Position bezogen hat. Und ich brauche das Ende Ihrer Rede. Ja, aber ich habe noch eine dritte Stellschraube, Frau. Naja, hätten Sie nicht also, so viel genderpolitisch geredet, dann wären Sie jetzt durchgekommen. Die dritte Stellschraube wäre Finanzen. Auch die sind wichtig. Ich hoffe, dass wir in den Haushaltsberatungen viel Geld für die Bundeswehr zur Verfügung stellen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Junge. Vielen Dank, Dr. Reinhard Brandl. Vielen Dank, Frau Kollegin Staffler. Ich bin wirklich beeindruckt, dass Sie festgestellt haben, dass Ihnen ein kleines Lichtlein blinkt, wenn Sie zu Ende kommen sollen. Es wäre auch schön, wenn Ihnen ein kleines Lichtlein aufgehen würde, dass Sie dann dieser Bitte auch Folge leisten werden. Junge. Und? Herr Präsident, ich muss es hier nennen, 8 Milliarden von Deutschland. Die internationale Gemeinschaft, es fehlen 25 Milliarden um 20% in den Entwicklungs- und Schwellenländern Zugang zu Impfen zu bieten. Daran darf es finanziell nicht scheitern. 25 Milliarden. Meinen herzlichen Dank. Okay, was war daran? Ist lustig.
Die Verwirrung kommt daher, dass noch immer hier Präsident aufleuchtet, aber ansonsten alles in Ordnung. Okay. Ich denke, das ist wirklich deutsche Julians Block Battle. Herr ehrlich. Präsident, ich danke Ihnen, dass Sie mir ein paar Sekunden geschenkt haben. Frau Kollegin Kaczmarek, wenn Sie das jetzt nicht verraten hätten, wäre es nicht ganz so problematisch geworden. Jetzt kommen alle und sagen, Sie wollen Geschenke dieser Art haben. Ja, dumm, dumm. Nein, es war ja ganz wegen der Gerechtigkeit, ja. Minimal. Und ich fasse jetzt zusammen, Frau Präsidentin. Nee, jetzt kommen Sie bitte zum Schluss. Ganz kurz. Also, wie gesagt, als Naturwissenschaftler und als Freund von Technologieoffenheit bin ich für einen wissenschaftlich fundierten Einstieg in die Technologien. Zweitens, als liberaler Herr Kollege, und als wirklich Freund, jetzt. Bin ich endlich für einen Einstieg in die Ich sag's dem Kubicki, dann kriegen Sie echt Ärger. Digga, tief, danke für deine 5 Euro Donation. Ich lese ganz kurz vor. Ich lese ganz kurz deine Donation vor, okay? Moment, ich brauche die richtige Musik dafür, okay, Kollege? Es hat noch keiner gesagt, dass die Impfung überhaupt etwas bringt und das Virus ist in einem Labor entstanden. Es gibt Videos. Das kann ja nicht sein, oder? Das kann ja nicht sein. Was für ein Clown. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, lieber Kollege. Ich brauche ihn nicht, aber ich verpetze. Vielen Dank, Herr Dr. Neumann. Vielen Dank, Herr Kollege Özdemir. Auch für die Beachtung der roten Ampel. Das ist nicht üblich in diesem Haus, aber immerhin. Wenn Sie sich auch mal an der Ampel halten würden, wäre das auch. Ich kann Ihnen immer wieder sagen, nicht? Wenn die Ampel auf gelb springt, dann fahre ich los. Herr Minister, das rote Licht. Ich weiß, ich weiß. Ein Verkehrsminister müssten Sie wissen. Nein, das ist das Problem. Andi Scheuer kennt als Verkehrsminister nicht mal die Ampelfarben. So schlecht ist er. Was die rote Ampel bedeutet. Die letzte Nachfrage zu diesem Thema stellt der Kollege Dr. Christian Jung, FDP. Hier blinkt der Präsident und es ist Freitagnachmittag. Ich glaube, zu sagen, die Rente ist immer ein Spiegelbild des Arbeitslebens und deswegen brauchen wir auch gute Löhne im Arbeitsleben, damit es eine gute Rente gibt. Vielen Dank. Herr Kollege Grützel, herzlichen Dank. Ich will nur darauf hinweisen, nicht der Präsident blinkt, sondern die Lampe dort. Soweit sind wir noch nicht, dass Sie meine Augen dann blinkend sehen können. Ich habe noch 3 Nachfragen zu eben diesem Thema und bitte Sie, Herr Minister, aber auch die Fragenden daran zu denken, dass wir jetzt 30 Sekunden jeweils zur Verfügung haben. 30? Ja. Ist das Speed-Dating oder das was? Schon etwas länger so, und die Herausforderung für die Abgeordneten ist zu erkennen, da unsere optische Anlage eben keine 30 Sekunden anzeigt, sondern bei einer Minute runterzählt, dass dann bei 31 die Zeit aufgebraucht ist. Die Branche hat es verdient. Herr Kollege, Sie müssen jetzt wirklich zum Schluss kommen. Also Best of Voice Cracks wäre no joke funny. Nein. Darf ich fertig machen, Herr Präsident? Nein, also an sich nicht. Sie haben 30 Sekunden überzogen, jetzt, Herr Kollege Lehrede. Angesichts der Tatsache, dass Sie erklärt haben, Sie wollten auch im Wesentlichen an Ihrer Rede verzichten. Fragen wir uns jetzt hier, auf was Sie verzichten wollen. Also Herr Präsident, ich habe das am Schluss angehängt, aber wie gesagt, die 30 Sekunden haben Sie 20 Sekunden davon gesprochen. Ich wünsche Ihnen schon das Wochenende. Herzlichen Dank.
Digga, dieses Hin- und Her-Gedisse. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Gibt's Best of Bundestag Voice Clash? Schauen wir gleich mal. Herr Kollege Röbel, ich gebe mal einen technischen Hinweis. Es macht relativ wenig Sinn, die Maske auf dieses Blinkzeichen zu legen. Dann sehen Sie das zwar nicht, aber es blinkt trotzdem. Also Herr Kollege Dr. Hoffmann, FDP, hat eine Nachfrage. Nein, Entschuldigung, mit dem Mund- und Nasenschutz ist man zwar geschützt, aber auch davor, dass man erkannt wird. Ja, vielen Dank. Digga, schreibt das Smirk. Herr Präsident Tillmanns, meine FDP. Deswegen hatten wir früher auch mal ein Vermummungsverbot. Okay, Bro, sorgen chill. Sie dafür, dass diese Menschen. So, das ist aber dann die letzte Frage. Wollen Sie eine Frage von Dr. Schmidt? Natürlich, von der Kollegin aus Schleswig-Holstein immer gerne. Na, jetzt habe ich ja nicht Lieblingskollegen gesagt. Ah, jetzt keine Psychoprobleme. So, jetzt. What the fuck? Man kann sich oben reinsetzen, ja? Sie haben dafür gestimmt. Sie haben wie gestimmt? Dagegen hätten Sie. Da habe ich doch gesagt. Der Antrag, Sie haben gegen den Antrag gestimmt. Also ist mit Ihren Stimmen, wie mit den Stimmen des Übrigen aus der Antrag abgelehnt. Entschuldigung, tut mir leid. Fail. Manchmal mache ich auch was richtig. Abstimmung über den Antrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 30347 mit dem Titel Pflicht zur Veröffentlichung von Studien. Wer stimmt für diesen Antrag? Bitte, ich möchte es noch mal bitten, das ist echt extrem anstrengend. Und bitte was? Ja gut, aber dann machen Sie das. Das ist nett. Dann geben Sie mir ein Eis aus, irgend sowas. Oh, Schokoeis mit Sahne. Oh. Was? Oh, wird es jetzt gut? Also nochmal. Tagesordnung. Meine Güte. Oh. Okay. So. Jetzt haben wir's. Ja. Oh, das ist aber lieb. Oh, Hammer. Danke schön. Hat sie echt ein Eis bekommen? Hä? Die hat eine Tafel Schokolade bekommen. What the fuck? Vielen, vielen Dank. Das wird jetzt weggeputzt. Herzlichen Dank. Sie kriegen auch gleich was. Freut mich sehr. Danke. Das ist keine Untertitel, leider. Und dann gibt es natürlich auch Petitionen, wo man schallend lacht. Also mein Mitarbeiter, bei dem ich mich auch ausdrücklich bedanken will, der sich super eingearbeitet hat, der guckt dann manchmal ins Büro und sagt, was ist denn da los? Themen wie, mein Mann ist mir untreu geworden, jetzt müssen Sie tätig werden. Was? Bis hin zur Erbschleicherei. Dicker! Dicker, was für eine Ansage. Der ganze Bundestag fängt fremd. Frau Roth, wir machen keinen Termin dazu. Und ich rufe auf. Sie hat gesagt, da haben Sie aber viel zu tun mit dem Ausschuss. Zu seiner ersten Rede. Leute, es gibt keine Untertitel hier. Ersten Rede, den Kollegen Arno Klare. Letzte Rede. Zu seiner letzten Rede. Ja, also. Kann ja mal passieren. Kleine Korrektur, es ist natürlich die letzte Rede und nicht die erste, aber man kann sich ja um die Uhrzeit auch mal einfach mal vertun. Die Linke, wer enthält sich? Die FDP und die Bündnis 90 Die Grünen, stimmt wie? Gar nicht. Sie stimmen gar nicht ab. Zugestimmt haben Sie. Zugestimmt. Das habe ich nicht gesehen, aber dann wird es festgehalten, auch Bündnis 90 Die Grünen haben zugestimmt. Sie haben auch zugestimmt. Ja, wer hat denn überhaupt dagegen gestimmt? Da können wir es noch mal klären. Vielen Dank, Herr Kollege Nierede. Ja, nicht nur das, ich danke Ihnen herzlich. Ich wollte Ihnen nur sagen, auch Jungs können rosa tragen. Schauen Sie auf den Kollegen Brunner und Sie wissen, wovon ich rede. Okay. Okay. Ja.
Frau Künast, ich empfehle Ihnen einen Gang zum Augenarzt. Diese Krawatte ist nicht rosa. Bisschen überzogen. Das ist gar nicht meine Maske. Das ist suboptimal, wenn Sie eine ja, andere nehmen. Ja? Fest, aber ich habe Reservemasken. Ja. Das sieht gut aus. Funny, wie einfach bei so Heiterkeitsclip die AfD gar nicht dabei ist. Also der Besitzer der Maske wird aufgefordert, sie wieder abzuholen. Ist entfernt. Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt wo ich am Pult angekommen bin, geht mir natürlich Ihre Bemerkung gegenüber dem Kollegen Henrichmann mit unserer Leuchtanzeige hier vorne nicht mehr aus dem Kopf. Jetzt haben wir von Ihnen gelernt, dass die doch tatsächlich dazu da ist, um lehrreiche Ausführungen der Kolleginnen und Kollegen hier vorne zu unterbrechen oder gar abzukürzen. Aber jetzt haben Sie ja noch vorgeschlagen, die zu gendern. Ich will mal gucken. Ich wollte Sie nur ganz kurz fragen, müsste jetzt dann da stehen Präsidentin, Sternchen oder Präsidierende? Was, können Sie mir das? Das kann ich Ihnen mal. Gibt's ja safe nicht, oder? Gibt leider keine Voice Cracks. Boah, das wäre sehr wild, Alter. Gestatten Sie eine Zwischenfrage, ist auch immer sehr, 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 sehr wild. Und Ordnungsrufe und Ermahnungen auch sehr wild. Wir gucken mal kurz rein. Während das Pult vorbereitet wird, ein Hinweis an den Kollegen Korte, der mir bitte mal seine Aufmerksamkeit schenkt. Ein Hinweis, es entspricht nicht ganz den parlamentarischen Gepflogenheiten, Kollegen mit Sie Vogel hier anzusprechen. Sie Vogel. Sollte sich das wiederholen, werde ich das entsprechend sanktionieren. Ich bitte doch die Abgeordneten, die sich im Raum stehend befinden, sich darüber zu oder sich zu überlegen, den Raum zu verlassen, den Saal zu verlassen, ruhig zu sein oder sich hinzusetzen. Das gilt vor allen Dingen für den rechten Flügel, den ich hier nennen muss. Das geht so nicht, bitte. Nein, hier steht eben nicht der gesamte Saal. Die AfD sagt, hier steht der gesamte Raum. Also ich sehe hier alle sitzen, außer zwei AfD-Abgeordnete, die halt sichtlicherweise stehen. Und laut geschrien wurde, sodass es störend war. Es steht hier nicht der gesamte Saal, sondern es stehen jetzt noch vier Abgeordnete Ihrer Fraktion hinten. Und Sie haben vorhin gelacht, sehr laut sogar. Und deshalb habe ich interveniert, weil das laute Lachen hier die Plenardebatte einfach stört. Darf ich noch mal Sie bitten, den Raum zu verlassen oder sich hinzusetzen? Ja. Wir reden die ganze Zeit über Sie vier dort. Dazu muss nur ein willkürlich gesetzter Inzidenzwert von 100 überschritten werden mit Tests, die selbst laut WHO keinesfalls zur Feststellung einer Infektion geeignet sind. Was? Dann ist die Regierung ermächtigt, die grundgesetzlich garantierten Freiheitsrechte nach ihrem Belieben einzuschränken, Bürger wegzusperren, bei Zuwiderhandlung bis zu 5 Jahre ins Gefängnis zu werfen. Was? 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 Die im Gesetz vorgesehene Begrenzung auf die Dauer der Pandemie lässt sich leicht durch Auswertung der Massentests zu verewigen. Darf ich Sie ganz kurz unterbrechen? Ja, aber natürlich. Sie sprechen nicht zur Sache. Und nach der Geschäftsordnung müssen Sie jetzt sofort zur Geschäftsordnung kommen, sonst müsste ich Ihnen das Wort entziehen. Das wäre schade. Aber natürlich. Der Umwelt, dem Klima Herr nützt Kollege es Hilse, überhaupt ich muss Sie nicht, leider aber noch den Ideologen, einmal unterbrechen. Den ich rede zu Herrn Joe. Ja, aber Sie tragen einen Button, der nicht nach der Geschäftsordnung erlaubt ist. Bitte nehmen Sie ihn sofort ab. Es ist egal, Sie kennen doch als Geschäftsführer oder Ihr Geschäftsführer kennt doch die Spielregeln. Was stand auf dem Button drauf? Big Joe Gore, Dankeschön. Was steht da? Auf die Dauer. Was steht da drauf? Megalol, haha, was steht auf dem Button drauf? Was stand da drauf, Chat? Wieder fortsetzen und Sie bekommen die Zeit dazu. Vielen Dank. Die Linke wird den AfD-Bullshit ablehnen. Und im Übrigen gilt, mit den Nazis Aola Kalasch, Alter, drauf. Der AfD kooperiert man nicht. Man bekämpft sie politisch, wo immer man sie trifft, hier im Parlament und auf der Straße. Kuss. Dankeschön. Herr Kollege Mobasat, im Präsidium herrscht eine... Vielen Dank, Herr Kollege Dahm.
Herr Kollege Morwasser, im Präsidium herrscht eine gewisse Unklarheit darüber. Sie haben den Begriff Nazis verwandt und haben ihn in einen Bezug zur AfD gesetzt. Es ist nicht ganz klar, haben Sie die AfD als Nazis bezeichnet oder wie haben Sie es? Ich muss das Protokoll überprüfen. Falls Sie es gemacht haben, werde ich Sie zur Ordnung rufen. Im Übrigen sage ich bitte, liebe Kollegen, alle, lassen Sie uns mit diesen Nazi-Beschimpfungen und Vergleichen möglichst, lassen wir es einfach bleiben, dann ersparen wir uns diese Debatten. Bevor ich den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufe, komme ich zurück zu Tagesordnungspunkt 4, Bevölkerungsschutzgesetz Normenkontrolle. Herr Bundestagspräsident Dr. Schäuble hatte sich im Nachgang zur Rede des Kollegen Moffasat eine Ordnungsmaßnahme vorbehalten. Ausweichend des Sitzungsprotokolls hat der Kollege Moffasat Folgendes erklärt. Die Linke wird den AfD-Bullshit ablehnen. Und im Übrigen gilt, mit den Nazis der AfD kooperiert man nicht. Man bekämpft sie politisch, wo immer man sie trifft, hier im Parlament und auf der Straße. Herr Kollege Moffasat, Herr Bundestagspräsident Dr. Schäuble erteilt Ihnen durch mich, mir eine besondere Freude, dafür einen Ordnungsruf. Also, dass er das durch mich macht, das ist meine besondere Freude. Vielen Dank, Herr Kollege Lindt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrter Herr Kollege Dr. Wirth, mir ist vom Sitzungsdienst mitgeteilt worden, dass Sie auf einen Zwischenruf wie folgt reagiert haben sollen. Ihr Tourette-Syndrom in allen Ehren. Was? Dr. Wirth, mir ist vom Sitzungsdienst mitgeteilt worden, dass Sie auf einen Zwischenruf wie folgt reagiert haben sollen. Ihr Tourette-Syndrom in allen Ehren. Alright. Ich halte das für eine massive Entgleisung, eine Missachtung der Menschen mit Behinderungen. Wenn das Protokoll das bestätigt, ich habe das nicht wahrgenommen, werde ich Sie mit einem Ordnungsruf belegen. Melanie, danke schön für den Gefühl. Bevor ich dem letzten Redner das Wort erteile zu dieser Aussprache. Man kann gewisse Ordnungsrufe sammeln und irgendwann kriegt man dann keine Redezeit mehr. Dafür komme ich zurück auf den Vorfall während der Rede des Kollegen Dr. Christian Wirth. Das Protokoll weist Folgendes aus. Nach der Aussage dieser Inzidenzwertautomatismus verstößt gegen die Verfassung, hat die Kollegin Steffi Lemke dazwischen gerufen. Sie entscheiden das nicht, ob das verfassungsgemäß ist. Und der Kollege Dr. Wirth hat darauf entgegnet, Ihr Tourette-Syndrom in Ehren, Frau Kollegin, jetzt rede ich. What the fuck? Wie dreist. Herr Kollege Dr. Wirth, dafür erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf. Warum nur, wenn sie keins hat? Das ist nicht deren Ernst, das ist nicht deren Ernst, Digga. Die AfD wirklich. Frau von Storch, ich erteile Ihnen ebenfalls einen Ordnungsruf für die Zwischenbemerkung, nur wenn sie keinen hat. Alter. Und Sie können das Spiel gerne fortsetzen. Herr Kollege Brandner, Entscheidungen des Präsidenten sind der Diskussion entzogen. Ich bin nicht Sitzungsleiter gewesen bei Herrn Wurversat, aber wir können das Spiel fortsetzen. Der Kasten der Geschäftsordnung ist relativ weit. Ich warne Sie ausdrücklich. Nach dem Ordnungsruf kommt ein Ordnungsgeld. Ich kündige das jetzt hiermit an, dass ich weitere Störungen dieser Art nicht zulassen werde. Herr Gauland liest einfach Zeitung, Digga, dem ist alles egal. Verteidigungsbereite Streitkräfte zum Schutze Deutschlands und seiner Verbündeten. Dafür steht die AfD. Wie wichtig Verteidigungsbereitschaft im Falle eines Angriffs ist, sehen wir dieser Tage in Israel. Und das bringt mich zu folgendem Punkt. Ich wünsche der Israel Defense Force viel Soldatenglück und speziell der israelischen Luftwaffe bei der Suche nach den Terrorführern der Hamas eine gute Jagd und fette Beute. Was? Fette Beute? Das Wort geht an Jürgen Hart von der CDU-CSU-Fraktion. Und ja, ich werde im Protokoll nachlesen, ob es eine Rüge wert ist, was der Kollege Lukasin von der AfD geäußert hat. Vielen Dank. Bevor ich an die nächste Rednerin das Wort gebe, möchte ich noch mal zu den Tagesordnungspunkt 5 zurückkehren.
und zitiere die Aussage vom AfD-Abgeordneten Lukasen: Ich wünsche den Israel Defense Forces viel Soldatenglück und speziell der israelischen Luftwaffe bei der Suche nach den Terrorführern der Hamas eine gute Jagd und fette Beute. Für diese Ausdrucksweise erteile ich einen Ordnungsruf. Sie können intervenieren im Ältestenrat. Wenn es Ihnen nicht passt, gehen Sie doch raus. Sie müssen nicht hier bleiben, während ich rede. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich finde das, den Antrag der AfD ziemlich durchschaubar. Hören Sie mal zu, für Sie bin ich maximal Frau Hasselmann. Ich bin auch nicht Ihre Kollegin. Ja? Liebe Kollegen, bitte, jetzt lassen Sie mal die Kollegin. Ey, dieser Underlining, diese Respektlosigkeit. Herr Brandner, bitte, Herr Brandner. Guck mal, es gibt auch so parlamentarische Grundregeln einfach, dass der egal wie, sag ich mal, politisch unterschiedlich die Camps sind tatsächlich, dass da unabhängig davon trotzdem halt der respektable Umgang miteinander gewahrt wird. Punkt aus so. Und das sind dann halt solche Sachen wie, oh, sehr geehrtes Fräulein und sowas. Das sind halt so underlining fronts, die halt einfach nicht sein müssen, oder? Herrlein Brandner hat wahrscheinlich getrunken, meine Damen und Herren. Anders kann ich es mir nicht erklären. Um die Uhrzeit ist der Asbach noch nicht alle. Ja, mache ich gegen Frau Frauenfeindlich sind, weiß hier. Es macht sich bereit der Kollege Dr. Volker Ulrich. Geht es Ihnen jetzt besser? Nähert sich langsam dem Rednerpult. So, Sie haben das Wort, Herr Kollege. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir debattieren zwei Anträge der AfD, einer zum Thema Parlamentsfernsehen und einer zum Thema Bürgerstunde im Deutschen Bundestag. Beide Anträge haben eines gemein, und damit entlarven sie sich selbst. Und zwar, es geht um Folgendes. In Ihren Anträgen... Herr Brandner, könnten Sie bitte das unterlassen? Ja. Digga, der ist die ganze Zeit noch... Also, Herr Brandner, jetzt hören Sie halt bitte auf. Das macht doch kein... Das ist doch kein parlamentarisches Verhalten hier. Digga. Nein, jetzt ist mal Ruhe. Dass die da die ganze Zeit sich... Also. Herr Brandner, bitte. Wieso schmeißt man so jemand nicht raus? Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, bevor ich zum Inhalt des Antrages komme, will ich kurz etwas zu dem Titel sagen. Sie möchten einfach frei leben und Sie wollen mehr Demokratie wagen. Guck mal, also Stefan Brandner jetzt hier durchgehend am dazwischen quatschen. Und dafür wollen Sie eine Bürgerstunde im Bundestag einführen. Ich muss zugeben, da verstehe ich etwas nicht. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Aber eine andere Sache stört mich noch viel mehr. Was ist los mit Ihnen, Herr Kollege Brandner? Durften Sie nicht reden? Herr Brandner, jetzt hören Sie halt. Bro, der ist ja durchgehend am Nerven. Auf hier zu stören, bitte. Haben Sie Tourette-Syndrom? Sie können zwischendurch machen, aber nicht ständig diese Störerei. Was stimmt gerade nicht mit Ihnen? Sie hat Tourette-Syndrom gesagt. Das war letztes Mal ein Ordnungsruf. Da, sie hat's gesagt. Bro, das ist der Typ, der sagt, sorry, hatten wir nicht Hausaufgaben auf, Herr Lehrer? Herr Brandner, Sie kriegen jetzt von mir einen Ordnungsruf wegen fortgesetzter Störung hier der Debatte. Es ist wirklich unerträglich, unerträglich. Meine Damen und Herren, die Demokratie ist dann stark, wenn sie viele überzeugte Demokraten hat, die mit den Feinden der Demokratie nicht kooperieren. Möge auch der 20. Deutsche Bundestag das beachten. Es war mir eine Ehre, Mitglied dieses Bundestags. Digga, schon wieder Zwischenruf von Stefan Brandner. Tag zu sein. Tschüss und auf Wiedersehen. Und tschüss. Digga, der sitzt die ganze Zeit da so.
Bro, Alter, das kann doch nicht sein. Herr Kollege Morbasat, ich danke auch Ihnen für Ihren Dienst in der parlamentarischen Demokratie und wünsche Ihnen für Ihren neuen Lebensabschnitt alles Gute. Und Herr Kollege Dr. Baumann, für den Zwischenruf, Sie sind der Hetzer, rufe ich Sie zur Ordnung. Und jetzt Digga, dieses Bild, Stefan Brandner ist die ganze Zeit nur am Fronten. Alice Weidel und Beatrix von Storch sind gar nicht hier. Und Alexander Gauland, ja? Alexander Gauland, der Parteivorsitz, ist die ganze Zeit nur am Zeitung lesen und sagt gar nichts mehr. Der sitzt da nur noch seine Zeit ab. Der ist so gefrustet, der hat überhaupt keinen Bock mehr. Der weiß, dass hinter ihm nur Leute sitzen, die durchgehend einfach nur Stress machen. Der hat überhaupt keinen Bock mehr. Bei jedem einzigen Clip, den ich jetzt gesehen habe, Lazo, danke für den Sub. Bei jedem einzelnen Clip sitzt dieser arme Boomer sitzt dann da, ja, und liest seine Zeitung und mehr macht er nicht, Bro. Der wartet einfach nur, bis es vorbei ist. Der hat keinen Bock mehr. Jetzt erteile ich das Wort. Vorsicht. Solche Entscheidungen des Präsidenten kommentiert man nicht, weil das ist die nächste Ordnungswidrigkeit. Das will ich jetzt nicht tun, sondern ich lasse es mit der Belehrung Fraktionsvorsitzender Gauland und Herr Brandner bewenden. Und wenn Sonderregelungen wie digitale Sachverständigenanhörungen oder hybride Ausschusssitzungen im Einzelfall durchaus sinnvoll sind, dann regeln wir das doch so, allgemein. Aber nehmen Sie das nicht als Vorwand, um dem Bürger eine medizinische Notlage vorzugaukeln. Die gibt es nicht. Und außer Ihrem Corona-Zombie Karl Lauterbach sieht ja auch kein anderer. Ah, Mann, Alter. Also, oh. Corona-Zombie, Gender-Gaga. Bro, das ist doch wirklich, das ist doch wirklich nicht mehr feierlich, oder? Das ist doch, ja, Thomas Salz hatte selbst Corona. Einen Notstand fortzusetzen, obwohl es keine Notlage gibt, ist einfach nur unredlich. Ja. Herr Kollege Salz, ich erteile Ihnen für die Herabwürdigung und Beleidigung des Kollegen Dr. Lauterbach einen Ordnungsruf. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage zulassen? Nee, Feierabend. Eins gucken wir noch, Chat. Wir starten Sie eine Zwischenfrage. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion Die Linke. Ja. Entschuldigen Sie, ich habe den Wechsel nicht mitbekommen. Denke ich mir, welcher Mann spricht da? Wer ist denn das jetzt? Ich wollte nur sagen, ich komme aus Schleswig-Holstein, aus Kiel. Wir haben die Bayern gestern geschlagen, insofern. Kann ich nachvollziehen, dass Sie den Wechsel nicht mitbekommen haben? Nein, falsch. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Kleinwächter, was dann Ihre Redezeit verlängert? Er hatte heute, glaube ich, genug Redezeit, aber er darf sich freuen, weil ich werde ihm am Schluss dann auch noch eine kleine Nachhilfestunde mitgeben. Ich weiß, Sie wollen sagen, ich bin über der Zeit, gell? Nein, es gibt eine Zwischenfrage vom Kollegen Bistron. Ja, ich lasse sie zu. Warum machen Sie das? Liebe Frau Dr. Launert, vielen, vielen Dank. Sie sind die erste Frau, die eine Frage zulässt. Die drei haben sich das offensichtlich nicht getraut. Boah, charmant ist er aber dabei, ne? Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Herrn Bistron? AfD-Fraktion. Ich möchte der AfD gar keine Antworten geben, wenn ich weiß, was das für Fragen sind. Dankeschön. Dann zusätzlich, der Kollege Kurt würde gerne eine Frage stellen. Es ist schön, dass Sie das gerne würden, weil das Ihre Redezeit verlängert, Herr Kollege. Herr Kollege Kurt, an sich sind Sie ja noch dran, aber Sie haben jetzt trotzdem das Wort für eine Frage. Ich habe noch 12 Minuten oder was, Herr Präsident, oder?
Das sind Sekunden. Nee, auch in Bayern sind 12 Sekunden, 12 Sekunden. Digga, also wirklich, der sieht da aus. Max, er heißt Max Straubinger, ja? Kann man sich einen Menschen vorstellen, der mehr nach Bayern aussieht als er? Oder, Chat? Also wirklich, ich will jetzt hier nicht stigmatisieren, aber er sieht wirklich aus wie ein knuffiger Bayer, oder? Also wirklich. Er sieht wirklich einfach sehr bayerisch aus, Mann, ehrlich. Der sieht aus wie ein bayerischer Bürgermeister. So ein Wirtshausgänger, wisst ihr? Straubinger auch noch, wisst ihr? Herr Kollege Frey, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Frau von Storch? Ja. Ja, es gehört zum Parlamentarismus dazu. Und zur Nachhilfe. Ja, auch. Vielen herzlichen Dank, dass Sie die Zwischenfrage genehmigen. Herr Kollege Dr. Marsch, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Max Straubinger, CSU. Max Straubinger immer gern. Aber der muss die Maske abnehmen, sonst verstehe ich sein Bayerisch nicht. Guck mal hier, Gauland sitzt mich die ganze Zeit da. Frau Kollegin, Kollegin Kotting-Uhl, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Beutin? Ja, von mir aus. Ja, ich bin gefragt worden, sorry. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage von der AfD? Heute, sonst immer heute nicht, weil die Grünen müssen zu ihrem Parteitag. Erlauben Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Dr. Lütsch von der Fraktion Nein, jetzt. Wir haben schon gesagt, die Grünen müssen zu Parteitag und deswegen wollen wir nicht so lange machen. Nein, die müssen los. Also, Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Glaser? Nein, dies ist meine letzte Rede und da möchte ich von der AfD eher nicht gestört werden. Oha. Diese Diskussion Herr Kollege Amthor, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Nein, Kollegen Nein, wir sind jetzt bei irgendwie Plenumsende 4 Uhr und ich, wer jetzt Gender noch vertieft diskutieren will, kann das auf dem Samtsofa in Berlin-Mitte machen, aber wir kümmern uns hier um die wichtigen Themen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Philipp fucking Amthor, okay, Dicker. Okay, reicht auch. Mach mal ruhig, Bruder, reicht auch. Frau Ministerin, erlauben Sie noch ganz fix eine Zwischenfrage der Kollegin der FDP? Ich glaube, ich handle mir jetzt sehr viel Ärger ein, wenn ich das tue. Deswegen würde ich sagen, lieber nicht. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung aus der AfD-Fraktion? Also ich würde sagen, Verschwörungsgeschichten haben wir lange genug gehört. Hier ist heute keine Zeit. Ich biete Ihnen hier kein Podium dafür. Tut mir leid. Wie es auch ihr von der FDP wollt. Herr Kollege, erlauben Sie... Gestatten Sie mir den Satz noch zu Ende führen. Sie sind nur über die Zeit, deswegen wollte ich noch die Gelegenheit zu einer Zwischenfrage von Beatrix von Storch. Nee, das braucht's nicht. Also, es reicht, wenn ich die im Redebeitrag höre. Ich muss sie nicht noch ein weiteres Mal hören. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage der Kollegin von Storch? Ich lasse die mal trotzdem zu, wenn alle Nee schreien. Das finde ich ganz fabelhaft von Ihnen. Vielen herzlichen Dank. Verschafft mir ja auf jede Zeit. Genau. Herr Kollege Henke, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Müller, AfD-Fraktion. Nein, ich glaube, wir sollten jetzt nicht zu viel uns auf die AfD konzentrieren, sondern wir sollen das einfach nutzen für uns, um nochmal klarzumachen, worum es uns geht. Und deswegen möchte ich keine Zwischenfrage zulassen. Bitte um Verständnis. Kein Problem, Herr Kollege, haben Damit Sie das Lust auf eine Frage von Dr. Spaniel? Nein, Sie haben ihn herausgefordert. Habe ich nicht. Ich werde solange ich in diesem Parlament bin, habe ich keine Lust auf Fragen aus diesem Sektor. Okay. Kann ich das jetzt zu Protokoll geben? Für immer wahrscheinlich nicht. So. Herr Kollege Zimmer, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Kobe? Nein, in aktuellen. Oh, Entschuldigung. Keine Zwischenfragen, Herr Präsident. Gott, dass mir das passiert, unglaublich. Es ist jetzt ein Traum für mich in Erfüllung gegangen, dass ich den Präsidenten mal korrigieren durfte. Vielen Dank. Und ich will das an dieser Stelle noch Kollege, mal sagen, erlauben Sie eine Zwischenbemerkung oder Zwischenfrage von Kollegen Kleinwächter von der AfD? Ich glaube nicht, dass uns das weiterbringt, also nein. Kollege Scholz, sind Sie offen für eine Zwischenfrage oder Bemerkung vom Kollegen Fritsch aus der FDP? Ach ja. Ah, das ist doch der Typ, der bei den Cum-Ex- und Wirecard-Geschichten irgendwie drin war und die Idee hatte, Drogendealern Brechmittel zu verabreichen,
Moment mal, ist das nicht der Spitzenkandidat der SPD und gleichzeitig eventuell nächster Bundeskanzler? Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Münz von der AfD? Nee, das ist wirklich nicht wertsteigernd, danke. Kollege, ich will, Grüe, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Frohnmeier aus der AfD? Nein, Ausbildung. Die erlaube ich nicht, weil ich da bisher keine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema erlebt habe. Zum Schluss, Herr Präsident, meine Damen und Herren, unsere soziale Marktwirtschaft fußt auf dem Prinzip der Wirtschaft. Haben Sie eine Frage? Herr Präsident. Absoluter OG, absoluter OG. Hubertus Heil, no joke, ein sehr, sehr guter Minister. Sehr viel im Bereich Pflege und Pflegegeld und Rente und sowas vorangebracht. Mindestlohn und solche Geschichten. No joke, der Typ hat als Minister in seiner Amtsperiode wirklich echt einiges geschafft. Ist ein Vorzeigepolitiker, was zumindest seinen Aufgabenbereich angeht. Hat wirklich im Bereich Soziales und Arbeit, ehrlich gesagt, eine Menge bewegt. Präsident, Entschuldigung, das ist Ihre Aufgabe. Klar hätte man da mehr machen können, aber er hat viele wichtige Schritte auf jeden Fall gemacht. Herr Bundesminister, ich weiß nicht, wie das in der Bundesregierung ist, aber im Deutschen Bundestag ist der Präsident derjenige, der Fragen zulässt im Zweifel. Also Sie müssen natürlich auch zulassen, aber da Ihre Redezeit bereits deutlich abgelaufen ist, macht es keinen Sinn, sich unnötig dadurch zu verlängern, dass jetzt eine Zwischenfrage aus der FDP-Fraktion gestellt wird. Schade, also, kommen Sie bitte zum Ende. Ja, Herr Trittin, dass Sie mit Regeln wenig zu tun haben, leuchtet mir ein, aber ich bin geheim, die Geschäftsordnung zu beachten. Jürgen Trittin, auch schon fein die Zeit. Minister, kommen Sie bitte zum Schluss. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Ich respektiere natürlich Ihre Rechte und auch das Recht für Kurzintervention. Der sieht aus wie ein Lehrer von mir, ein Alter. Ich erlaube die Zwischenfrage. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage? Aus der AfD? Nee, bitte nicht, Herr Präsident. Also, dafür gibt den Wunsch einer Zwischenfrage aus der AfD? Nein, die Debatte hat ein hohes Niveau, das will ich wieder nicht gefährden. Herr Kollege Wiese, der Kollege Hilze würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Das sind einfach nur 14 Minuten lang ein Nein an die AfD. Die hat keinen Mehrwert, vielen Dank. Herr Kollege Frey, der Kollege Ernst würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Gerne. Herr Kollege Ernst. Ich dachte, der Herr Ernst wollte eine Frage stellen. Er hat doch das Wort dazu. Die kommt schon noch, Herr Frey. Herr Kollege Lötze, wir haben eine weitere Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion. Ja. Ist alles seine Redezeit, alles gut. Wenn Sie nicht zugehört haben, erlauben Sie eine Zwischenfrage vom AfD-Kollegen? Nein, Zwischenfragen von der AfD braucht wirklich niemand. Also ich habe das Gefühl, dass auch sogar Plenumsvorsitz und Präsident manchmal sich ein bisschen ins Fäustchen lachen, wenn die AfD ein Nein kassiert. Also, oder? Herr Minister, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Dr. Neu? Sowohl als auch. Nee, er muss sich schon entscheiden. Wir belassen es bei einer Frage. Herr Müller, erlauben Sie eine Zwischenfrage von dem Kollegen Beutin von der Fraktion Die Linke? Also, Die Grünen setzen sich so vehement gegen die Zwischenfrage ein. Deswegen bin ich. Ja, wir werden aber auch anständig honoriert und könnten ehrlich Sie gesagt, entscheiden, auf die Herr Müller? Kommt Sie mir an, der Kollege hat die Möglichkeit zur Zwischenfrage. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Dr. Ullmann? Ach so, ja gut, dann aus der FDP-Fraktion. Sie haben heute schon so viel geredet. Ich jetzt rede ja oder nein? Weiter. Nein. Ja, wir können uns ja später unterhalten, Christine. Herr Minister, erlauben Sie eine Zwischenfrage von dem Abgeordneten Klaus Mintrup? Ja. Ist ja unser Partner. Herr Günzler, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Dr. Hollnagel von der AfD-Fraktion? Nee, darauf verzichte ich gerne. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Herrn Sarrazin? Aber gerne. Dann ist aber echt aus mit Zwischenfragen.
Ja, weil sonst wird es so spät. Ja, lieber Kollege Reinhold, das wird auf der Blumen, das muss verstehen. Sarrazin? Thilo Sarrazin? Bei Ihrer Kritik an unserem Antrag möchte ich doch nochmal versuchen, einen Punkt herauszuarbeiten. Nee, ist er nicht. Sarah, das ist der aus der Linksfraktion, ne? Arbeiten, auf den Sie meiner Ansicht nicht eingehen. Ich soll eine Frage stellen, nicht zu ausarbeiten, aber ich höre trotzdem zu. Nein, man kann auch eine Meinung äußern, da passe ich schon auf. Und danke. Herr Kollege, ich passe leibhaftig auf, dass Ihnen nichts passiert. Frau Kollege, standen Sie eine Zwischenfrage? Ja, sicher. Ich gestatte immer Zwischenfragen. Sigis, bist du wieder? Dankeschön, Lazzo, danke für das Ab. Vielen Dank, Frau Kollegin, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass wir als AfD-Abgeordnete hier Zwischenfragen stellen dürfen. Die nur zu gerne verbergen wollen, weil da jemand ist, der Ihre rechtsextremen Neigungen öffentlich machte. Nein, ich möchte. Also erstmal ein Hinweis. Ich kann die Kollegin gar nicht fragen, ob sie eine Frage oder Bemerkung zulässt, weil sie kann einfach meine Frage nicht hören, wenn Sie in dieser Lautstärke hier damit umgehen. So, Sie gehen, lassen diese nicht zu, ja? Ich glaube, die AfD hat hier ausreichend Redezeit. Von mir kriegt sie keine. Erlauben Sie eine Zwischenfrage? Nee, ich möchte gerne. Nein, jetzt haben Sie Nein gesagt, dann bleibt es halt dabei. Aus dem Haus. Frau Zollner, Sie sind noch dran, Sie haben noch ein paar Sekunden. Das geht nicht überall, umso verwunderlicher. Herr Abgeordneter, erlauben Sie. Mit dem Bro hatte ich ja einen sehr, sehr guten Talk bei Utopia, no joke. Also sehr, sehr interessant und der ist auch sehr gut auf kritische Fragen eingegangen und hat sich auch nicht irgendwie um Kopf und Kragen geredet. Also muss ich ganz ehrlich sagen, hat sich sehr, sehr gut auf unser Gesprächsniveau eingelassen und war da sehr, sehr offen. No joke. Sie zwei Zwischenfragen. Einmal von Herrn Spanier von der AfD-Fraktion und einmal von Frau Skudelny von der FDP-Fraktion. Sie können wählen. Beide, keiner. Ich darf selber aussuchen. Ja, Wahnsinn. Frau Skudelny natürlich, weil sie aus dem Ländle ist. Herr Abgeordnete, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Herrn Dr. Spaniel? Nein, das habe ich noch nie getan. Ich werde es auch in dem Leben nicht mehr tun. So, so ganz trivial ist das nicht. Ich glaube, da war irgendwie. Herr Abgeordnete, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Herrn. Aber gern. Aber gern. Sekunde. Erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Dr. Dieter Dehm? Der sitzt links. Ach, der Komponist, ja, genau. Ich hätte aber auch große Schwierigkeiten, mir sämtliche Namen des Bundestags von sämtlichen Parteien merken. Also da aber auch. Herzlichen Dank, Herr Kollege, ja, dass Sie die Möglichkeit an der Zwischenfrage auch nach Ansichtigwerden meiner Person noch aufrechterhalten haben. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung aus der AfD-Fraktion? Auf gar keinen Fall. Nee. Wie viele Sitze sind es insgesamt? Ich will nur wissen, wie viele Sitze hat der Bundestag insgesamt? 128 in NRW? Momentan sind es 598 Sitze. 598 Sitze und die Zweitstimmen, ja stimmt. 704. Ja, knapp 800, doch insgesamt fast 800 Sitze, ja. Ja, 709. Warum 709? Naja, werden wir hier in der Wahl mehr. Ja, genau. Also wie viel sind es dieses Jahr? Wie viel sind es denn dieses Jahr, Chat? Sind es dieses Jahr 709 Sitze, ja? Wegen der Ausgleichsmandate. Ja, das verstehe ich schon. Aber sind es 709? 187 ist falsch, Chat. Da könnt ihr für. 187 ist nicht richtig. Verwunderliche. Herr Abgeordneter, erlauben Sie zwei Zwischenfragen. Einmal von Herrn Spanier von der AfD-Fraktion und einmal von Frau Skudelny von der FDP-Fraktion. Sie können wählen. Kannst du ja vorher gar nicht sagen, wegen der Überhangsmandate. Ja, stimmt.
Stimmt, ist wohl richtig, ja. Denn beide. Ist ja pro. Er steht ja erst nach der Wahl. Was für eine dumme Frage. Ja. Keiner. Denkfehler gehabt. Selber aussuchen. Ja, Wahnsinn. Frau Skudelny natürlich, weil sie aus dem Ländle 709 sitzt momentan, ja. Und ich dachte schon, es liegt an meinem Charme, dass Sie mich gewählt haben. Darf ich Sie noch mal fragen, ob Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Herrn Rosentritt, FDP, erlauben? Ach, heute nicht mehr. Jetzt frage ich Sie nicht mehr. Nein, ich denke mal, ich glaube, wir können es heute auch irgendwie dabei belassen, ja? Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage vom Kollegen Peterka von der AfD-Fraktion? Also ich habe bisher immer alle Zwischenfragen zugelassen. Diesmal möchte ich es nicht tun, weil ich glaube, dass die Debatte gerade ein so hohes Niveau erreicht hat und kurz vor dem Abschluss steht. Haben wir denn noch genug Platz dafür, mehr Stühle? Wohin damit, ne? Insofern können wir das gerne beim nächsten Mal klären. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage... Sollen wir uns noch eins angucken oder soll ich zum Laptop kommen und dann ins RP? Das Ding ist halt, ich muss halt noch warten, bis, Gigant da ist. Bro, sag einfach Bescheid, wenn du was hast, ja? Also wenn du weißt, was abgeht, so. Von wegen, ja, genau. Okay, lass uns noch eins machen, Chat, und dann spreche ich hier ein bisschen über den Laptop. Da gibt es nämlich noch eine kleine Überraschung für euch. Und dann gehen wir ins RP, okay? Folgerichtig fordern Sie natürlich auch den Anspruch auf Spendersamen für alle Menschen und klar auf Staatskosten. Jeder muss sich ein Kind herstellen können. Alleine zu dritt ganz... Ein Kind herstellen können? Was? Geschlecht ist für Sie wählbar. Kinder sind bestellbar und dafür auch herstellbar. Was? Und wenn das Kind dann nicht mehr gewollt ist, dann wird es entsorgt. Was? Sie wollen Abtreibung ohne Einschränkungen legalisieren. Keine Was? Beratung, keine Indikation. Hä, das hat noch keine einzige Partei, hat jemals gesagt, dass das Plan ist. Keine Fristenlösung, also Abtreibung Was? Bis 5 Minuten vor der Geburt. Was? Was? Das wollten die Jusos auch schon. Was? Eine so verkommene, rücksichtslose und kaputte Gesellschaft, wie die Linkspartei Was? Sie schaffen will, hat es in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben. Alter, natürlich hat es sowas schon mal in der Geschichte der Menschheit gegeben, du Lostvogel. Und vor allen Dingen ist das nicht mal, also das hat niemand gefordert. Niemand hat gefordert, Abtreibung bis 5 Minuten vor Geburt. What the fuck? What the fuck? Die AfD wird mit ganzer Kraft dafür kämpfen, dass das auch niemals kommen wird. Was? Vielen Dank. Was? Ich könnte ausrasten, Alter. So, ich nutze die Zeit, in der... Ich würde mir mal einen Termin machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was für ein Front. Was für ein unglaublicher Front an Sie. So, ich nutze die Zeit, in der das Pult hergerichtet wird. Bitte darum, sich einer parlamentarischen Ausdrucksweise zu befleißigen und insbesondere, im Übrigen, Sie schweben jetzt in höchster Gefahr, die amtierende Präsidentin in irgendeiner Weise zu bewerten bzw. dazu Äußerungen zu machen, steht Ihnen nicht zu mit diesem Zwischenruf. So, das war das Erste. Das Zweite, ich werde überhaupt nicht den Inhalt der Rede bewerten, aber wir haben hier vor kurzem uns gerade mit der dunkelsten und schlimmsten Zeit in unserem Land und in Europa und auf der Welt beschäftigt. Und deswegen finde ich, dass sich das Wort Entsorgen im Zusammenhang mit menschlichen Leben einfach verbietet. So, und jetzt komme ich zum dritten Punkt. Absolut, ja. Zu dem ich insbesondere angeregt wurde, da aus den Reihen der AfD-Fraktion offensichtlich eben fotografiert wurde. Ich erinnere schlicht an unsere Verabredung und unsere Regeln und behalte mir vor, sollten Fotos aus eben dieser Debatte im Netz entsprechend auftauchen, die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen.
Nicht umsonst haben wir im Juni 2020 die Hausordnung dahingehend geändert, meine Damen und Herren, dass wir plötzlich das Mitbringen von Waffen ausdrücklich verbieten mussten. Da ist dieses Parlament in seiner ganzen Geschichte nicht drauf gekommen, zumindest in unserer demokratischen gemeinsamen Geschichte nicht drauf gekommen. Das hatte einen Anlass, und das wissen Sie. Wir haben die Hausordnung im Hinblick auf die Frage des Mitbringens von Waffen geändert, weil klar ist, dass es ein Gefährdungspotenzial gibt, und das geht von Ihnen aus, und da muss man klar einen Riegel davor schieben. Was ist passiert? Habe ich da irgendwas nicht mitbekommen, Chat? Also sorry, maybe bin ich da nicht ganz im Bilde. Gab es in Reihen der AfD Menschen, die Waffen mit ins Parlament gebracht haben? Im Bundestag? Die AfD für den sechsseitigen Anruf mit dem Vorschlag schlimmsten geplanten Umweltverschmutzung. Achso, nein. Die AfD wollte, dass Waffen mit ins Parlament mitgebracht werden können. Ich kann das auf die Bundestag bestimmt dabei ziehen, für Waffen, sobald wir mich absehen. What the fuck? Okay, also so wie ich es jetzt hier gerade lese. Das sind generell Veränderungen im Waffenrecht gewesen wohl scheinbar. Okay. Nein, wie der Bundestag gestimmt und Knebel waren darunter bewaffnet und die AfD hat diesen Leuten Zutritt verschafft. Ach, das ist es. Okay. Jetzt erstmal. Alter Junge, okay, that's a lot to unpack hier. Mehrfachmörder im Haus und sie bekommen. Also, ich mache mir jetzt erstmal ganz kurz hier, Chat, auf Nacken der AfD mit einem guten türkischen Brot und einer türkischen Chili-Paste ein leckeres Abendessen. So. Und dann schauen wir jetzt gleich mal weiter. Okay, ist, ja, klar, Sturm des Bundestags und sowas. I check. Und dann ziehen wir uns das rein, das Video. Und dann gehen wir zusammen gleich mal ein bisschen auf den Laptop ein. Und dann, meine lieben Freunde, gehen wir ins RP. So. Also. Den sachlichen Inhalt oder substanziellen Inhalt des Zwischenrufes von Frau von Storch kann ich im Moment hier nicht überprüfen, aber ich nehme erstmal zur Kenntnis, dass hier Behauptungen in den Raum gestellt werden, die wahrscheinlich auch noch zu weiteren Debatten in den dafür vorgesehenen Gremien Anlass geben werden. Ich glaube, Beatrix von Storch hat mich immer noch auf Twitter blockiert. Warte mal ganz kurz. Oh, nicht mehr. Ich bin entblockiert worden. Immerhin. Das Wort hat nun Dr. Sensburg für die CDU-CSU. Wenn wir alles das machen, was Sie vorschlagen, wird die Pandemie sich gewaltig ausdehnen. Deshalb sind Sie eine Gefahr für die Demokratie. Und deshalb schlage ich vor, dass nicht der Verfassungsschutz Sie beobachtet, sondern auch die Gesundheitsämter. Das wären die richtigen Maßnahmen. Vielen Dank. Frau von Storch, mäßigen Sie sich bitte. Jody ist noch blockiert, ja. Wirklich Wahnsinn. So, ich hoffe, dass den Stenografen es möglich war, was mir nicht möglich war, das nämlich akustisch so aufzunehmen, dass man das nochmal nachlesen kann. Sie verhindern jegliche Debatte bei den öffentlichen Rechtlichen mit uns. Sie drohen Verbänden, wenn Sie uns zu Podiumsdiskussionen einladen.
Seien Sie bitte ruhig, Sie dekrieren anhand dieselben, da brauchen wir da die Hände nicht umdrehen. Von da, von der Schwarzen bis um zur Roten. Kein Wort verstanden. Alles. Lieber Herr Abgeordneter, ich möchte Sie trotzdem darauf hinweisen, dass die aktuelle Stunde um den Vertrauensverlust politischen Institutionen geht und nicht um hier sozusagen für sich zu reden. Das ist meine Zeit, die wir jetzt gerade genommen haben, aber die werde ich schon wieder kriegen, hoffentlich noch. Und während Sie da drüben mit Ihren Fußsoldaten unsere Stände, unsere... Mann, es sind immer so Formulierungen, die mich so nerven, Alter. Sowas muss doch nicht sein. Autos angreifen und unsere Autos anzünden und das Leben unserer Parteifreunde aufs Spiel setzen. Im vergangenen Jahr wurden Repräsentanten der AfD 694 Mal Opfer. Also lieber Herr Protschka, entschuldigen Sie bitte, ja, Sie haben 5 Minuten Zeit wie alle anderen Abgeordneten auch. Aber wenn Sie hier Fraktionsmitglieder der Linken beschuldigen, dass Sie Ihre Autos anzünden, dann geht das weit über das parlamentarische Maß hinaus, was hier in diesem Hause erlaubt ist. Digga, einfach mal sagen, dass Parlamentsmitglieder deren Autos anzünden. Fußsoldaten. Und das ist die Antifa, die Fußsoldaten. 694 Angriffe haben wir gehabt. Das ist genauso voll wie der Rest von Engtau erinnert. Das ist wahrscheinlich Taktik von der Regierung. Und sie greifen uns mit staatlichen Repressalien an. Und da sitzt der Arm des Terrors. Liebe Union, wir können mit Sie nicht zusammenarbeiten. Da sitzen verurteilte RAF-Terroristen und Mörder im Bundestag. In was für einem Film ist er? Da sitzen verurteilte RAF-Terroristen im Bundestag, als wäre die Linkspartei bestehend aus Ex-RAF-Terroristen. Wir arbeiten für die Linken. 20 linke Abgeordnete haben direkten Kontakt zu verfassungsfeindlichen Organisationen. Drei von ihnen haben selbst... Also Entschuldigung, ich muss Sie noch einmal... Digga, jetzt schwurbelt er aber ordentlich. Jenny Around the World, danke für die 5 Gift-Subs. Kuss, vielen Dank. Unterbrechen. Ich habe auch Ihre Zeit angehalten. Keine Sorge, Sie bekommen auch die zusätzliche Zeit gerne wieder. Aber es wäre schön, wenn Sie sie mit Inhalt füllen würden. Und Optimus Prime antwortet einfach, du bist der Schwurbler und propagiert vorher, dass man die AfD und den dritten Weg wählen sollte. Lass uns das ausdiskutieren. Woher kommt auf einmal der Aktivismus? Ist mein Stream gerade in irgendeiner Facebook-Gruppe oder in einer Telegram-Gruppe geteilt worden? Lass uns das timeouten. Du wirst keine Argumente haben. Alles klar, Bro. Alles klar. Und zum Zweiten muss ich sagen, beim nächsten Mal eines Angriffs auf irgendeinen Parlamentarier hier in Persona... Nico, Digga, kurz danke für den Host. Nico Plott. Ich habe gesagt, beim nächsten Mal... Weiß ich nicht, Digga. Nächsten Mal werde ich das tun, ja. Wirst nur beleidigen und nenn mich nicht Bro. Da gab es einen 600 Sekunden Timeout, das ging ziemlich schnell. Und bitte, Sie hatten mal hier einen großartigen Antrag, dass die deutsche Sprache in die Verfassung Einfluss nehmen soll oder dort verankert werden soll. Ich möchte darauf aufmerksam machen, es ist nicht alles verständlich, was Sie im bayerischen Dialekt hier von sich geben. Es wäre schön, wenn Sie uns alle an Ihren Worten teilhaben lassen könnten. Vielen Dank. Ich bin von Bayern, weil ich wohne und deswegen... Nochmal ganz kurz, keiner versteht Sie, was Sie hier reden, was Sie überhaupt sagen wollen. Ich bleibe ja dabei. Die Fraktion Die Linke möchte gerne nachvollziehen können, was Sie an einigen Punkten gesagt haben. Wir werden deshalb das Protokoll uns anschauen und sehen, ob Ordnungsmaßnahmen auszureichen sind. Und das behalte ich mir dann auch vor. Vielen Dank, bevor ich Dr. Konstantin von Notz das Wort erteile. Ausweislich der Aussage, und dort sitzt der Arm des Terrors, mit Verweis auf die Fraktion Die Linke, erteile ich Ihnen, Abgeordneter Stefan Protschka, einen Ordnungsruf. Und ich bitte das bei den nächsten Reden ernsthaft zu berücksichtigen, wie hier... Ja, aber kannst du nicht sagen, dass einfach das Parteien der verlängerte Arm des Terrors sind? What the fuck? Wir hier miteinander umgehen. Das sagen die ja den ganzen Tag zu uns. Was
Also wir lieben ja alle unsere eigenen Dialekte. Ich bin Sächsin, wir haben Hessen, wir haben Schwaben, wir haben sehr, sehr viele, die stolz auf ihre Sprache sind. Und das ist auch gut so, wie ich finde. Allerdings, wenn wir uns gegenseitig nicht mehr verstehen im akustischen Sinne, dann ist es erst recht nicht möglich, uns zu verstehen im inhaltlichen Sinne. Und deshalb bitte ich doch sehr herzlich, uns so zu verständigen, dass jeder von uns jeden und jede verstehen kann. Danke. Frau Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Präsidentin, Kollegen, auch für Sie gilt der das. Der generische Maskulinum, das gilt, ist die deutsche richtige Anrede, die ist bis heute... So, dann bekommen Sie einen Ordnungsruf von mir, weil es gibt einen... Digga, was für ein Assi. Also wirklich, was für ein Assi. Was für ein Assi, einfach Sie mit Herr Präsident anzusprechen. Was soll das? Schluss, dass Sie die Präsidentinnen als Präsidentin bezeichnen. Ich erteile dem Abgeordneten Braun also, einen Ordnungsruf. Alle. Ich bitte die Zeit anzuhalten, wenn hier in dieser Form in meine Redezeit eingegriffen wird. Sorry, danke schön. So. Ordnungsrufe sind eine gelbe Karte. Bei 3 Ordnungsrufen gibt es Entzug der Rede. Und beim 2. Ordnungsruf folgt ein Ordnungsgeld. Sie haben die gar nichts zu bitten. Sie haben jetzt zu reden oder Sie hören auf zu reden. So. Allzu oft völlig blind gegenüber der Gefahr aus dem legalistischen Islam. Allen voran Claudia Roth, die umarmt ja auch Massenmörder aus dem Iran gerne mal und grüßt sie mit einem kumpelhaften High Five. Was? Ich erteile Ihnen einen zweiten Ordnungsruf und bitte, dass das morgen im Ältestenrat thematisiert wird. Staatschef Erdogan, Ihr edler Held gegen das böse türkische Militär. Digga, was, in was faselt er sich da rein? Ich bleibe bei der Sache im Gegensatz zu anderen hier. Sie, schauen Sie sich, jetzt hören Sie mal, gucken Sie doch mal, mit wem Sie da mitregieren. Die Hälfte der CDUler ist gar nicht hier, weil sie irgendwie unterwegs ins Gefängnis sind, weil sie sich bereichert haben an dem Lockdown, an den Maskengeschäften. Die Hälfte der CDU ist auf dem Weg ins Gefängnis. Ja, also bitte. Sie stellen das ganze Land unter Hausarrest, obwohl nur 0,16% der Menschen von der Covid-Pandemie betroffen sind. Ach so, also nur 0,16% sind von der Covid-Pandemie betroffen. Das ist tatsächlich interessant. Ich würde gern wissen, woher diese Zahl kommt. Ich habe ja tatsächlich gehört, dass 4% des Gesagten der AfD vorgetragen im Bundestag tatsächlich sinnig ist. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das habe ich gehört. Ja? Das sind die Parallelen, das ist die gleiche. Ja, es sind nur 0,16% infiziert, aber betroffen sind wir alle davon. Die gleiche Regierung, das ist die Sache, dass diese Regierung komplett das Vertrauen der Bevölkerung, auch das Vertrauen von uns verloren hat. Und deswegen stimmen wir keinem Antrag dieser Regierung mehr zu. Es ist Zeit für eine Vertrauensfrage hier im Parlament. Vielen Dank. Herr Bistron, ich rüge Ihre Bemerkung zu den Kollegen der CDU. Die Hälfte auf dem Weg ins Gefängnis. Das ist unzulässig. Diese ganzen Gespinste, die Sie da gerade aufgebaut haben, entbehren jeder Realität. Wenn wir nämlich mal Deutschland mit Europa vergleichen, wie stehen wir denn da? Bei den Inzidenzen im unteren Bereich, auch wenn wir die 100 überschritten haben. Schauen Sie mal in die Liste. Darf ich Sie mal kurz unterbrechen? Ich würde Sie jetzt einfach mal bitten, es ist Ihre aktuelle Stunde. Sie haben die aktuelle Stunde beantragt. Ihren Rednern ist zugehört worden. Und ich erwarte jetzt von Ihnen, dass Sie den Rednerinnen und Rednern zuhören. Und Ihr permanenter Lautpegel macht es unmöglich. Ich weiß, dass die FDP massive Probleme hat. Die Kollegin hat es gesagt, man hört es einfach nicht, weil Sie die ganze Zeit einen Lautpegel haben, der wirklich alle Dimensionen sprengt. Crazy, bitte,
Natürlich kann man dazwischen reden, natürlich, logisch, tun andere auch. Aber diese permanente Untermalung macht es völlig unmöglich, eine ernsthafte Diskussion hier im Bundestag zu ermöglichen. Und das wollten Sie doch. Sie haben doch die Aktuelle Stunde beantragt. Sie wollen doch, dass über einen Neuanfang geredet wird. Du musst dir überlegen, du fängst ein Gespräch an und dann laberst du einfach dazwischen. Dann bitteschön, hören Sie auch den Kollegen aus den anderen Fraktionen zu. Danke, Frau Präsidentin, was aber daran merkt man, wie ernst es der AfD ist. Ihr Gesetzentwurf gehört in den Papierkorb, wie alle anderen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Akkulu. Moment, Herr Kollege Birkwald. Da die AfD-Fraktion auch nicht gerade mit Samthandschuhen angefasst worden ist, gehe ich davon aus, dass, Herr Kollege Brandner, der Ruf, Sie haben mehrere hundert Menschen an der Grenze umgebracht, nicht auf die Kollegin, nicht auf die Kollegin bezogen, das will ich mal sagen. Ja, gleichwohl erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf für die Erklärung, die sozialistische Mörderbande sitzt da, weil sie mit einer Hand, das kann das Protokoll nicht erfassen, auf die Fraktion Linke gezeigt haben. Dies ist mit Sicherheit eines Ordnungsrufes wert, und Sie erhalten dafür den Ordnungsruf. Dieses Gesetz wird nach wie vor verfassungswidrig bleiben. Und das sage nicht nur ich als Stefan Brandner von der AfD hier vorne. Das stellte sogar, oh Wunder, auch Bundespräsident Steinmeier fest. Der ist ja, wie allgemein bekannt, gelegentlich an präsidialer Distanz, insbesondere zu linksradikalem und gewaltverherrlichendem Gedankengut. Stichwort feine Sahne Fischfilet, KIZ. Fehlen. Kollege, what the fuck, Alter? What the fuck? Dennoch verweigert. Herr Kollege Brandner, bitte kritisieren Sie unser Staatsoberhaupt nicht. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage zulassen? Nee, Feierabend. Kleppmann, Dankeschön.